Ja, Deek. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Bemerkenswert. Er ist hier bei mir in Sicherheit. Worauf warten Sie? Deek kann es kaum erwarten. Oh mein Gott. Wie schade, dass sie diese Zwischensequenzen verkackt haben. Das wäre eine epische Zwischensequenz gewesen. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Deek Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deek. Vielen Dank. Deek ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deek Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deek sich so friedlich, wie seit Jahren nicht mehr. Deek wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Oh. Der Deek ist ein guter. Ein richtig guter ist der Deek. Nichts mehr zu sagen. Jetzt haben wir eine neue Etage oder was? Wo ist der Phönix jetzt untergebracht? Ach, da drüben. Ach, das ist das Haus, was wir hier die ganze Zeit schon im Ladebildschirm sehen. Der Raum der Wünsche wird immer größer und größer. Aha, bei den Ruinen. Erstmal ein bisschen Tiere füttern und striegeln. Phönixfeder. Wollen wir Zauberstäbe mitmachen? Das muss ein mächtiges Ding sein. Da können wir mächtige Verbesserungen mitmachen. Jetzt hat uns der Phönix ganz freiwillig gegeben. Nicht, weil wir sie ihm rausgerupft haben oder weil wir gemein zu ihm waren. Ab zum Hippo greifen. Habe ich noch was in der Tasche? Nö. Das hier. Und mein Spielzeug für euch. Hippo greifen.
Du bist auch gestriegelt. Du auch. Und ein bisschen Futti für das Kleine. Noch eine Kröte rum. Hat jetzt jeder von euch was? Die Kröte wird auch gestriegelt. Auch für dich was zu essen. Du hast haben wir die Rico. Du bist auch gestriegelt. Und gefüttert. Mal Schluss mit Spielen. Ich bin nachher weiter spielen. Erstmal Fütterung und Striegelung. Rückenschwinge. Futter für dich. Und auch für dich, Carligo. Gibt es das Spielzeug wieder? Ach, finde ich das cool. Süß kann man da gar nicht sagen. Wenn große Nippo greifen. Macht glücklich, das zu sehen. Spielende Tierchen. Nachdem sie so von den Wilderen misshandelt wurden. Echt gut zu sehen. So, hier sind noch ein paar. So, Fütterungszeit. Der ist schon satt. Und auch für dich. Du brauchst noch Pflege. Einmal Futter für dich. Und Futter für dich. Die Musik passt einfach so großartig auch dazu. Zu dem Gefühl, was man hier gerade kriegt. Es ist einfach so, dass sie auf die grünen Wiese rumtollen und den und die Tiere füttern. Das ist
Niffler. Das ist noch ein unbebürstetes Mondcamp. Das darf ja nicht sein. Futter für den Niffler. So, hast du schon, eine Flamme. Ach, wie süß. Man sieht es nicht in der Nahaufnahme, aber man kennt wieder die Münzen aus dem Beutel fallen. Vor Freude. Noch. Du hast noch Hunger. Jetzt haben wir alle süße Blumenmuffs und auch schon versorgt, alle Dreier. Nun treiben sie die Müffler rum. Das ging wohl ganz einfach heraus. Hoppla, ich öffne mal das Verhältnisinventar. Da kommen sie angerannt, die Niffler. Na, wo ist dein zweiter Freund? Ach, da ist er. Deine Freundin. Mir gerade ein bisschen leid, so ich bin im Spiel zu unterbrechen, aber ich habe tatsächlich mal was mit euch vor. Ich pass auf dich auf. Rein mit den Niffler. Wir brauchen mal ein bisschen Niffler nach so einem Nachwuchs. Finde ich. Eines Nifflers. Zum Niffler nach, wo es gezüchtet. So, was hatten wir hier? Preparo hatten wir hier. So, danke für das Nix. Kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Ach, schon gut. Ich lasse es so, wie es ist. Aber trotzdem danke, Deke. Jetzt sollten wir mal hier ein bisschen... Aronen entpflanzen. Das kann auch nicht schaden. Schaden davon, ein paar dabei zu haben.
sind noch mal noch Smith und jetzt, wo wir Geld haben, ich will ihm mein Zeug verkaufen, mal Trankrezepte kaufen. Ich denke, das ist eine gute Investition. Mal bei Pippin vorbei und Tränke besorgen. Trankrezepte. Ui, hübsches Bild. Auf geht's nach Hogsmeade. Ich denke, das ist mal besser, wenn wir die, Tränke dabei haben. Wenn wir die Trankzutaten haben, meine ich. Können wir auch mal im Raum der Wünsche mehr Sachen Silber bauen. Toll, dass hier wieder alles hakt. Pippin ist doch hier direkt nebenan. Ist doch er hier, oder? Ja. In puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Das bezweifle ich nicht. Fokustank, Donnergebräu, Unsichtbarkeitstank, Maximatank. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Einfach mal alle gekauft. Können wir hier mal verkaufen und das Geld in die Kasse bringen. Wir hätten im Raum der Wünsche mal forschen sollen. Wie ich höre, haben Sie im Wald einen kleinen Schatz gefunden. Ich war nie ein Freund von Abenteuern. Aha, habe ich das erstmal verkauft. Das wird schon nicht so wertvoll sein, was wir hier gefunden haben. Nimm kurz die Kasse. Na komm. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Wir haben die Rezepte freigeschaltet. Jetzt brauchen wir nur noch Zutaten. Dann kann man die im Raum der Wünsche beliebig selbst anbauen. Das nächste von Interesse wäre hier Zauberanweisungen. Warum sich abmühen, wenn man Magie benutzt? Hoppala. Weihnachtlich geschmückt hier noch alles. Ist immer noch nicht Frühling geworden. Kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Tja, wir sind Fütterer. Das ist doch interessant. Schneidestation. Ich mit. Mhm. Pflanzliche Nebenprodukte. Blumenkomposter. Hüpfender Topf. Das ist ein kleines Easter Egg für die Märchen von Beedle den Barden. Ist aber teuer. Braut Regium ist ein zufälliger Trank. Na, das ist doch mal cool. Materialverfeinerer. Pflanzlichen großen Topf. Mittelgroßen Topf. Warum eigentlich gerade nicht? Mittelgroße Trinkstation. Ich nehme erstmal den Tierwesenfütterer. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Tue ich mir noch den hüpfenden Topf, was einfach cool ist. Tiefengetriebestation.
Ja, Komposter, Schneidestation. Nichts ist schöner als genau das Richtige zu finden. Blank. Die hüpfende Kessel ist ja großartig. Da ist es doch verlockend zur Abwechslung, Mann. Manchmal führen alle Wege nach Hogs. Ja, hier die Wesenquest hier lassen wir erstmal bleiben. 69. Die lieben nächsten Monde. So, im Schatten des Berges. Jetzt haben wir hier gleich mal zwei Special Quests. Wir machen erstmal die Beziehungsquest und auch noch die Hauptquest. Ganz genau. Sebastian hat einen Plan, wie er mit Anne sprechen kann, ohne dass Solomon davon erfährt. Er möchte, dass wir uns vor dem Dorf treffen. Die Eulenpost, die hat gesagt, er will mal das Relikt ausprobieren an seiner Schwester. Und das macht er jetzt heimlich vor seinem Onkel. Ich habe Angst vor dieser Quest, aber wir gehen da trotzdem jetzt hin. Es ist dieses Relikt. Sebastian, nein. Wir wissen noch viel zu wenig darüber. Selbst ich, es ist also das Letzte, was ich davon weiß, aus der letzten Prüfung, aus der dritten Prüfung. Also es ist nicht letzte Prüfung, aber letzte, die ich gemacht habe. Letzte ist dann die vierte Prüfung. Das, was ich weiß, ist nur, dass das scheinbar ziemlich viel übel ist, dass das da schon viel übel sorgt. Jetzt muss das Spiel erstmal auskäsen, sodass man im Clan zurechtkommt. Ich laufe hier vielleicht mal ein bisschen im Kreis. Mal ein bisschen unbrechenbar sein, damit das Spiel. Klar kommt. So. Auf zu nächste Quest. Ist ein Stückchen ein bisschen auf Feldkraft. Wird man die Chance nutzen, um durch das nächtliche Hogwarts durchzufliegen. So wie wir aus der letzten Prüfung, aus der Erinnerung von der ehemaligen Schulleiterin auch erfahren haben, ist das Relikt auch irgendwie dazu da, ist das eine Kraft, die irgendwie es ermöglicht, den Schmerz aus jemandem rauszunehmen. Das wissen wir bisher. Und mal ein bisschen logisch drüber nachgedacht. Also jetzt wird sich das Spiel irgendwie ein bisschen auch dran halten müssen. Aus der Logik heraus. Und wenn man kennt, ich sag's mal so, kennt ihr die eine Folge von Rick and Morty, wo die, das ist jetzt mit Logik natürlich, jetzt habe ich mit Logik angefangen, jetzt komme ich mit Rick and Morty, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber kennt ihr eine Folge Rick and Morty, wo die ihre negativen Seiten entfernen mit einer Apparatur und der böse Rick und der böse Morty irgendwie in einer Parallelwelt umgefangen sind und die nur noch mit ihren guten Seiten und ihre positiven Seiten umlaufen. Ich glaube, das ist ein gutes, das kann man da ein bisschen dran festhalten. Ich denke, ich glaube, so ähnlich vermute ich auch, dass das Ding funktioniert, dass dieses, dass diese,
Vielleicht bringt das auf kurze Zeit mal irgendwie was ist. Vielleicht haben wir da irgendwie mal die Betroffenen, denen der Schmerz genommen wird. Wenn man jemanden den Schmerz nimmt, vielleicht hat man für kurze Zeit ein schönes Leben, weil es ist nicht mehr das nächste Mal negativ, alles ist gut. Es ist also die negativen Zeiten der Menschen sind irgendwie weg. Das kann für ein paar Wochen kann man da echt mit gut leben. Das kann befriedigend sein für eine Weile, aber wie wir in Rick und Morty gesehen haben und wie ich auch vermute, die Schlussfolgerung, da kann man auf Dauer ist das wirklich immer nur gut, nichts Schlechtes, also keine, weil sind ja auch die kompletten negativen Emotionen weg, also keine Trauer mehr, keine Wut, kein Neid, kein Schmerz, also was ist man ohne Schmerz, das ist irgendwie, der Schmerz macht das Leben ja erst lebenswert, das ist ja dadurch, dass man lernt ja erst die guten Sachen, die guten Seiten des Lebens zu schätzen, weil es schlechte Seiten des Lebens gibt. Also wenn man nur positive Seiten, also wenn das Leben nur ein Ponyhof wäre, also nur alles knallbunt und hübsch und Sonnenschein und alles, und das wäre zufrieden, alles wäre fröhlich, da hätte man ja absolut keinen, dann wäre das da, dann würde es ja irgendwann nichts mehr bedeuten. Versteht da, was ich meine? Die schlechten Sachen im Leben sind dafür da, dass man die guten Sachen schätzt, dass man Verlust, Angst, Trauer und Schmerzen und Qualen sind genau dafür gut, dass man wenn es danach einem wieder gut geht, dass man das zu schätzen weiß, dass man da der Mensch braucht Gut und Böse. Sebastian, ich werde dich davon aufhalten, was sein muss. Ich ist da. Ich hätte das für keine gute Idee, dass dann ist. Ja, es ist. Vielleicht wird es dann irgendwie vom Tod gerettet oder weiter, aber was hat sich dann für ein Leben? Ein Leben ohne Schmerzen, ein Leben ohne. Ich glaube, man nimmt ihr damit mehr, als man ihr damit geben kann. Ich glaube, das ist ein schrecklicheres Ding. Ich würde es ungefähr hier in der Welt so beschreiben, wie der Kuss des Dementors. Das könnte ungefähr diese Ausmaß haben. Man ist nicht tot, aber seelenlos. Es könnte sogar schlimmer als der Tod werden. Sebastian, ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, nein, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Ich weiß es natürlich nicht. Wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Ich bin dagegen. Verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Sebastian. Solomon kann Anne nicht aus Feldkraft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Warte mal. Hast du das Relikt oder hat das Sebastian? Sebastian. Glaub nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Scheiß. Habe ich nicht. Aber ich bin froh, dass du mir unser letztes Gespräch nicht übel nimmst. Natürlich. Unfassbar, dass mein Onkel Feldkraft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür? Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt riskant. Es ist das Risiko wert.
Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verhandeln. Ich bin inzwischen irgendwie auch ein bisschen auf Ominous Seite. Fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Dann überlasse ich dir das. Es gibt hier nicht die Option, ihm zu sagen, Bro, halt mal kurz, mach mal ganz, ganz langsam. Überleg dir den Scheiß nochmal. Würde dein Onkel alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Ich will das, es ist aber die einzige Antwort, die wir dir noch geben können. Sebastian, tu keinen Scheiß. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Oh, feier. Der Dude geht zu weit. Geh mir mal gucken, ob wir was looten können. Was tun? Aha. Ein Schluss. Du gehörst mir, Demigeist. Oder auch nicht. Wenn der da drin ist, dann muss ich erstmal Alumbra. So, wir haben eine Outquest. Auch wieder mit Sebastian. Das ist der aktuelle, den wir haben. Ne, das ist der aktuelle. Sieht der aus? Uah. Den finde ich ziemlich passend. Obwohl das auch ziemlich mein Favorit ist. Sieht auch nicht übel aus. Und das passt halt irgendwie zu dem Rest des Zauberstabs. Ich hatte hier so ein bisschen älter Magie. Anspielungen. Finde ich sehr passend. So, triffst du best schon an der Südküste. Dann kann ich euch vielleicht bei der Gelegenheit nochmal zeigen. Das ist die Südküste, nicht die Nordküste. Ah doch, das ist hier genau, hier müssen wir lang. Hier war ich schon mal ein bisschen. Und hier ist eine Zeitquest. Okay, wait, ich will vielleicht irgendwie... Wo war das? Wir können vielleicht mal die Chance nutzen. Ich meine, im Feldcraft war hier etwas. Mal ein bisschen aufs Tierwesenjagd noch gehen. Sekunde, da muss ich mal gerade nachgucken. So, wo finden wir die denn? Die Wesen, die ich jetzt hier fangen will.
Aha. So, ich werde gleich mal sehen, was wir vorhaben. Dann müssen wir mal hier Abroxfield. Einige wissen es vielleicht schon, die sich in dem Spiel ein bisschen auskennen. Westlich von der Flohflamme von Abroxfield. Machen wir da mal eine Schnellreise.